Schauen wir mal, für heute Glück haben und ein bisschen mehr Bäuchlein sehen können. Ja, Pixie legt sich mal fein auf die Seite. Oh, also hier sehen wir schon mal viel Fell, das fällt noch aus demnächst. Und ja, guck mal, das sind mal, so sehen wir es, ist auch scharf, Moment. So, das sind mal richtig dicke Zitzen. Und ja gut, vom Bäuchlein kann man jetzt noch nicht so viel sehen. Sie findet es auf jeden Fall super, wenn ich sie kraule. Ich habe hier auch gut was in der Hand. Wenn sie sich jetzt so legt, ist es natürlich reingerutscht quasi. Und ne, Pixie, ja, finde ich die super, ne? Und ja, wie gesagt, da jetzt die Haare da sind, sieht man nicht so viel davon. Man soll auch ab jetzt die Welpen gut tasten können, wenn sie entspannt auf der Seite liegt. Sie liegt gerade nicht entspannt. Da guck mal, da habe ich schon so ein kleines Sekret, was schon ausgeschieden wird, was so hängt, da im Fell verkrustet ist, so ein bisschen milchig. Also das ist, ja, da wird jetzt alles halt vorbereitet. Also die sind auch schon richtig fest, also wow. Ja, und da guck mal, und das da, sowas. Dass das so ein Ausfluss schon mal, da sieht man, dass sich alles vorbereitet und wir sie da jetzt auch gar nicht weiter besacken, ja. Also, Pixie ist Popo kraulen. Pass mal ein bisschen auf, Pixie hier. Dass dein Baby es nicht, dass denen nicht schlecht wird. Ja, also gut, wie man sieht, so viel sieht man noch nicht. Dreh dich mal, Pixie. Vielleicht kann man jetzt hier nochmal hier. Ja, bleib mal stehen, Maus. Jo, also da kann man schon so ein bisschen Bäuchlein erkennen.